Heute haben wir ein neues Heft und bitte dann auf den Umschlag mal schauen. Was seht ihr da? Was seht ihr? Bibelpanorama, Geschichte der Israeliten. Der Stefan hatte schon vorher sich gewundert. Ne, wow, die ganze Bibel in 100 Seiten. Ne? Wie schaffst du das? Da habe ich ihm gesagt, ja, ich habe geschrieben mit der Font Nummer 5 oder Größe Nummer 5 oder so. Ne? Ihr müsst ihr dann mit einer Lupe lesen. Nein, jetzt ein Witz, ein kleiner Witz. Ne? Da gibt es noch drei andere Hefte. Ich habe es schon öfter gesagt. Jetzt ein Jahr durch die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung. Wir haben 4 Hefte, weil jedes Heft ist immer für ein Quartal. Jedes Jahr hat immer 4 Quartale, logischerweise. Ne? Darum heißt es auch Quartal. Durch 4 geteilt. Und jetzt fangen wir die vertiefte Jüngerschaft an. Ne, warum? Weil das erste Jahr war so der persönliche Glauben. Wir müssen zuerst mal fest in unserem Glauben werden. Ne? Das ist das allererste. Ich muss fest bleiben in meiner Beziehung zu Gott und in der Pflege dieser Beziehung. Das war das Ziel des ersten Jahres. Jetzt im zweiten Jahr geht es ein bisschen weiter, vertiefen. Wofür brauchen wir Bibelpanorama? Dass wir für unseren Glauben auch mehr über die Bibel kennen. Und später, im dritten Jahr, heißt es Gemeinde. Und wir brauchen auch für die Gemeinde Bibelkenntnis. Dass wir predigen, evangelisieren und so weiter. Das heißt, das zweite Jahr ist quasi so wie der Sandwich, der Mittelteil. Ne? Wichtig für die zwei Seiten. Und diese Zeichnung, ne, habe ich total toll gefunden, diese Zeichnung, weil hier sieht man so einen Baum, so ein Gras, so einen Kompass und unten die Bibel und auch, ne, hinter die Vögel und so die Sonne, die strahlt. Weil die Idee ist Bibelpanorama. Panorama heißt auch so eine Landschaftsübersicht. Ne? Heißt Panorama, Landschaftssicht. Und eine Landschaft. Diese Steine, die sind so wie ein Weg. Und Kompass, wofür braucht man einen Kompass? Um Orientierung. Ne? Orientierung. Ne? Und genau darum geht es in diesem Heft. Orientierung. Lass uns zur Einleitung auf Seite 5. Wie kann ich? Seite 5. Landschaftsübersicht der Bibel. Wie können wir diese Landschaftsübersicht bekommen? Machen wir einen kleinen Unterschied. Manchmal sagt man so, vor lauter Bäume sieht man den Wald nicht mehr. Ne? Das ist so ein kleiner Witz oder ein kleiner Ausdruck, was die Leute sagen. Und da gibt es eine Wahrheit dahinter. Es gibt die Bäume und es gibt den Wald. Und manchmal will man die Bäume studieren und manchmal will man auch den Wald studieren. Warum braucht man den Wald studieren? Weil man vielleicht durch diesen Wald gehen möchte und zur anderen Seite finden. Wenn man es läuft, ne, will man wissen, ich will mich in diesem Wald nicht verlieren. Bäume sind mir in diesem Moment nicht so wichtig. Mehr, wie finde ich mich zurecht? Und so auch in der Bibel. Das Ziel dieses Jahr ist nicht, alle Bibelverse zu studieren, sondern dass man sich findet in der Bibel, dass man weiß, wo ist dies und jenes. Wenn jemand sagt Abraham, dass ich dann weiß, ja, Abraham ist nicht Offenbarung oder so, sondern 1. Mose, versteht ihr? Dass man so eine grobe Ahnung hat von der Bibel. Oder wenn jemand sagt, Prophet Samuel oder so, wo war er? Nicht in Matthäus, sondern, ne, da vorne oder so, dass man sich findet, dass man sich findet. Und das ist ja schon so total wichtig, wenn ich jetzt irgendwo hingehen will und dann frage ich, ja, wie komme ich zur Stadtmitte oder so? Wenn ich hier den nächsten Passanten frage, wie komme ich zur Stadtmitte? Sieger, Straßenbahn nach Jahnplatz. Genau, in 3 Sätze, ne, finde ich den Weg und so ähnlich, das ist das Ziel. Die Höhepunkte, ne? Höhepunkte, das heißt die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Wörter, die komplizierten Sachen. Und wenn wir die verstehen, dann verstehen wir auch die Leiter. Wenn wir die wichtigsten verstehen, verstehen wir auch die Leiter.
den logischen Aufbau der Bibel zu verstehen. Wie ist die Bibel logisch aufgebaut? In drei Teilen, was man sehen will. Werde ich gleich besprechen, die logische Aufteilung. Eigentlich sind 52 Lektionen zu wenig, hat der Stefan gut gemerkt. Aber ne, die Schlüsselthemen, Schlüsselpersonen, Schlüsselgeschehnisse, eine chronologische und geografische Bezugspunkte, wichtige antike Begriffe. Wenn wir diese Sachen kennen, dann können wir also zu 50% uns in der Bibel zurechtfinden. Ich habe so mal ein kleines Beispiel gesehen. Jemand hat zwei aus Glas, Vasen aus Glas genommen. Vielleicht habt ihr schon was gesehen. Hasan wahrscheinlich schon. Aus Glas, zwei Vasen und dann Steine, große Steine und dann zwei Gefäße mit mittelgroße Steine und Sand. Und hier auch große Steine, Gefäß mit mittelgroße Steine und Sand. Habt ihr schon mal diesen Vergleich gesehen? Und dann hat die Person gefragt, zweimal das Gleiche, meint ihr, passen diese Steine in diesen Glas oder nicht? Ne? Und dann haben viele gesagt, ich weiß nicht, ja, ne? Einige haben gesagt, ja, die anderen haben gesagt, nein. Und was hat die dann gemacht? Die hat zuerst mal den Sand in diesen ersten, in diese erste Vase reingetan und dann die mittelgroße Steine und dann war die Vase schon voll. Dann wollte sie den großen Stein in der Hand tun, passte nicht mehr. Ne? Und dann hat sie das zweite Satz genommen und hat zuerst die großen Steine reingetan. Und dann die mittelgroße Steine, dann sind sie da runtergefahren zwischen den Lücken so. Und dann den Sand da rein und alles hat gepasst. Ja. Das heißt, die Reihenfolge ist auch wichtig. Zuerst die großen Steine und genau das machen wir hier. Wir studieren sagen wir, die großen Steine, ja, die großen Probleme, die großen Menschen oder die großen Geschehnisse. Und so alles andere fügt sich dann, ne, wenn wir das Grobe, wenn wir wissen, was heißt Opferung, was heißt Stiftshütte oder was heißt Lamm und etc., dann können wir das Neue Testament lesen und dann, ah, das habe ich schon mal gesehen, was das bedeutet und so weiter, und dann fügt sich alles, dann verstehen wir alles besser. Ne? Halleluja. Halleluja. Gut. Nächste Seite. Das Alte Testament haben wir in drei Blöcke geteilt. Ne, weil das sind vier Hefte. Die drei ersten über das Alte Testament und das letzte über das Neue Testament. Ne, weil auch die Bibel so interessanterweise, das Neue Testament hat ungefähr 900 Seiten und das Neue Testament ungefähr 300. Das heißt mathematisch, ne, 3 und 1. Ne, immer mal 300 ungefähr, hat perfekt gepasst. Nur eines hat nicht gepasst, dass die geschichtlichen Bücher des Alten Testaments viel mehr Platz nehmen als die Weisheitsbücher. Und daher wird das zweite Heft eine Weiterführung sein vom ersten und nur am Ende des zweiten dann die Weisheitsbücher. Ein bisschen verschieben. Aber alles andere ist so gleichmäßig. Unterstützungsmaterialien, weil da wir, ich will euch helfen, dass ihr die Bibel von selbst studiert. Das ist auch das Ziel. Ich will nicht hier alles sagen, was es bedeutet und ihr dann blind an mich vertraut sozusagen. Nein, ich will euch unterstützen, in eurem Weg die Bibel zu lernen, zu verstehen und euch beizubringen, wie man jetzt andere Wege findet, wenn man jetzt eine Frage hat. Wie kann ich diese Frage beantworten? Wo kann ich eine Antwort finden? Und so. Wie kann ich die Bibel besser verstehen? Und darum ist wichtig, hier Aufschlagen von Karten und Bibelwörterbüchern. Und natürlich können wir hier nicht jeder von uns hier 10 Bibelwörterbücher mitbringen. Darum habe ich auch letztes Mal gesagt, bitte diese Bibel mitbringen. Wo habe ich die? Ich habe die vergessen, meine Bibel. Schande auf mir. Aber okay, kein Problem. Danke. Amen. Jetzt war das witzig gemeint, ironisch gemeint, trotzdem ein bisschen wahr. Ne? Weil ich habe so viele Sachen mitzubringen hier, die ganze Technik, alles mitzubringen, habe ich
vergessen das nicht, diese die Bibel. Habe ich euch gezeigt, diese Bibel, was ich immer benutze und wo auch viele von euch benutzen, diese Schlachter 2000. Warum? Nicht, weil ich jetzt Probleme habe mit den anderen Bibeln, aber einfach, weil dann diese Sachen sind so wie in meiner Bibel, dann kann ich sagen, schaut hier, schaut da, ne? Und dann es erleichtert ein bisschen die Arbeit, wenn ihr dann auch aufschlägt und seht, was ich gemeint habe, versteht ihr? Ne? Darum wäre es wichtig, wenn ihr diese 8,90 Euro dann investiert und diese Bibel kauft. Könnt ihr auch andere Bibeln mitbringen, aber einfach um dafür, weil da hinten sind wäre eventuell interessant, sich andere Bibeln, Bücher wie einen kleinen Bibelatlas oder Bibelhandbuch zuzulegen. Ich habe zu Hause so ein Bibelhandbuch, sehr wichtiges Buch, sollte jeder haben, weil da sind von jedem Buch der Bibel so einige Fotos, die ein bisschen illustrieren, so wie es damals war. Das heißt, damals kann man nie fotografieren, in der Zeit kann man nicht zurückgehen und fotografieren, aber die suchen dann Gegenden in der Welt, wo die Leute noch heute leben wie damals. Und dann kann man sich ein bisschen so ein Bild machen, wie lebten die Leute damals. Und auch Karten und Erklärungen so von den ganz grundlegenden Sachen. Das ist total wichtig, so ein Bibelhandbuch. Ja, aber alles, was mit Büchern zu tun hat in Deutschland, muss man vorsichtig sein. Weil es gibt auch viele, die verhaftet sind mit dieser liberalen Theologie. Da muss man ein bisschen zuerst im Vorfeld ein bisschen nachfragen, welches Modell ist dann die Bibel treu. Ne? Meistens hinten in den Bibeln sind auch diese Wörterbücher, diese kleinen Wörterbücher. Warum sind die so wichtig? Weil viele Wörter eine völlig andere Bedeutung haben in der Bibel als in der normalen Sprache. Zum Beispiel Lamm. Ne? Was ist da draußen für die Menschen da draußen? Lamm. Lamm ist ein Tier etc. Ne? Wie ein Ochsen oder so. Ne? Ein Tier. Einfach ein Tier. Aber für uns hat das eine geistliche Bedeutung dahinter. Versteht ihr? Und so auch viele andere Worte in der Bibel haben eine zusätzliche Bedeutung. Darum ist wichtig, dass wir ein Bibelwörterbuch benutzen und nicht nur ein normales Wörterbuch. Obwohl die Bibelübersetzer, die Leute, die Bibelübersetzung gemacht haben, die haben versucht, so weit wie möglich die normale Bedeutung der Worte zu benutzen. Aber manchmal geht das nicht, ne? Weil die Sachen sind vor 3000 Jahren passiert. Und da gibt es Wörter, die einfach man nicht ohne so ein Wörterbuch verstehen kann. Und hinten in der Bibel, meine Bibel, die Schlachter 2000, dieses Modell, was ich habe, hat ein ganz tolles Bibelwörterbuch hinten. Ganz toll, ich sage es einfach, weil ich es durchgelesen habe, durchstudiert habe und wirklich so sagen kann, das ist ganz zusammengefasst, nur die ganz wichtigen Worte sind und die sind ganz gut erklärt, ganz zusammengefasst. Nicht jetzt, es gibt Bibelwörterbücher, die dann 500 Seiten dick sind, die dann natürlich viel besser sind, aber den dann niemand liest, versteht ihr? Weil wer liest schon hier 5 Seiten oder so für jedes Wort, was er in der Bibel nicht versteht? Ne? Darum empfehle ich das ganz zusammengefasst, aber auf den Punkt gebracht. Karten ist auch das Gleiche. Wenn jetzt in einer Karte, wenn jetzt in der Bibel steht Babylon oder so und du gehst in einen modernen Google Maps oder so und suchst Babylon, dann wirst du es nicht finden. Ne? Weil vor 3000 Jahren oder vor 2500 Jahren waren halt die Städte nicht gleich wie heute. Ne? Und viele Berge oder viele Länder oder so, die es früher gab, gibt es heute nicht mehr. Darum ist auch ein Bibelatlas auch interessant. Aber die Bibel haben meistens so vorne und hinten die Karten, wo man das suchen kann. Und wer sich dann vertiefen kann, kann einen kleinen Bibelatlas kaufen. Kostet aber sehr teuer in Deutschland. 20 Euro oder so. Ungefähr. Ernährt. Halleluja. Amen. Halleluja. Gut. Und wenn ihr solche Sachen kauft, bringt es, zeigt es den anderen. Wenn ihr gute Bücher findet, auch andere, die nicht mit diesem Thema zu tun haben, aber biblische, bringt und zeigt es den anderen. Weil Bücher
zu empfehlen. Das ist eine wichtige Aufgabe, hatte ich früher, hatten wir in Brasilien immer gemacht. Wir hatten sehr viele Bücher und immer gesagt, Leute, lies dieses Buch, das ist interessant, das ist gut und so weiter. Weil dann kann man sich Hilfe suchen für besondere Probleme, die uns belasten. Ja, Maße, Gewichte und Zeitrechnung, das ist das Gleiche. Früher hat man nicht in Metern, Zentimetern und Zoll und so weiter gemessen, sondern das hat man dann anders genannt. Und in der Bibel gibt es immer hinten so Ellen und viele andere. Ne? Gewichte auch, nicht in Kilogramm oder so. Und dann gibt es Tabellen, wo man das umrechnen kann. Immer hinten in der Bibel. Und auch interessant, wichtigste Weissagen über Christus, den Messias. Das ist auch eine Tabelle, was ich sehr schätze, die viele Bibel auch haben. Ist wichtig, weil dann man die hunderte, aber hunderte Prophezeiungen sehen kann, die über Jesus gemacht wurden. Diesen Vers, Lukas 4, 4, lassen wir das so laut lesen. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Halleluja. Das Wort wir schon hier, das Wort Gottes, Bibel. Gut, dann zur Lektion Nummer 1, die Bibel. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Josua 1,8. Ja? Wichtige Verheißung, ne? Forsche dieses Buch, studiere dieses Buch und was wird dann passieren, wenn du dann auch alles tust, was du da gelernt hast? Du wirst Erfolg haben, gelingen haben, Erfolg in was du tust, gesegnet sein und du wirst weise handeln. Ist immer verbunden. Die Verheißungen Gottes sind immer verbunden. Wenn du das machst, dann bekommst du jenes. Und hier auch das Gleiche, wenn du die Bibel liest, wenn du forschst. Ne? Forschen ist ein bisschen tiefer als nur lesen, ja, Bibel lesen. Ne? Aber sich vertiefen. Und das wollen wir machen. Sich vertiefen, uns vertiefen in der Bibel. Tag und Nacht steht dann auch. Ne? Das heißt, ständig. Ne? Wenn wir Zeit haben, ne? Wenn wir Zeit haben, früher hatten die Menschen kein elektrisches Licht. Ne? Und trotzdem steht es da Tag und Nacht. Heute haben wir Strom, können wir abends um 11 oder so noch lesen oder so. Wir sind selber Strom. Ja, wir sind selber Licht. Amen. Licht. Halleluja. 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 Ne? Und ich habe eine Predigt gehört. Ne? Ich habe eine Predigt gehört. Am letzten Montag. Montags ist immer so mein. Montags ist mein freier Tag, ne, als Missionar. Die meisten Pfarrer, Pastoren, Missionare, die haben so den Montag als ihr freier Tag, weil man am Sonntag die meiste Arbeit hat. Und dann habe ich eine Predigt gehört, wo der Prediger diesen Text gelesen hat von Moses, der strahlte. Ne? Moses, der erstrahlte, als er vom Berg gekommen ist. Und er musste sich decken, weil er so gestrahlt hat. Die Leute haben auf ihn geguckt und er hat gestrahlt. Und dieser Prediger, den ich sehr schätze, ich höre immer seine Predigten so oder versuche so, immer wenn eine neue rauskommt, dann höre ich sie. Dann hat er erzählt, er hat gesagt, Gott, ich möchte auch so strahlen wie Moses. Ne? Und nach Zeiten war er in Rio de Janeiro, so eine Stadt am Meer, und hat dort gepredigt und war sehr gesegnet. Und dann hat er nach der Predigt gesagt, Leute, lasst uns zum Strand gehen, da es schon dunkel ist, da sind alle Leute schon weg, die ganzen nackten Leute, alle schon weg, lasst uns zum Strand gehen und beten. Und dann sind sie zum Strand gegangen und es war sehr warm. In Brasilien ist auch 10 Uhr abends auch sehr warm. Und dann haben sie gesagt, okay, lasst uns ins Wasser gehen.
dann sind sie ins Wasser gegangen und gebetet. Und plötzlich haben sie gesehen, wie die Füße von allen und die Beine von allen haben angefangen zu leuchten. Ne? Interessant. Halleluja. Ne? Und warum sage ich das? Weil Paulus gesagt hat, wir leuchten. Ne? Halleluja. Amen. Wir leuchten. Wir leuchten im übertragenen Sinn und auch sogar im örtlichen Sinn. Der erste Satz auf Seite 8. Paulus, würdest du den ganz laut lesen? Entweder wird dieses Buch dich von der Sünde fernhalten oder die Sünde wird dich von diesem Buch fernhalten. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja? Ich hab gesagt, laut. Amen, Halleluja. So wie auf der Straße, evangelisieren. Ne? Und wenn hier jemand so ein bisschen taub ist oder eingeschlafen, dann ist er jetzt aufgewacht. Ne? Halleluja. Ein Satz, was ich schon früher gehört habe, irgendein wichtigen Evangelist hat das auf seine Bibel geschrieben. Und das ist so zum Nachdenken. Entweder wird dieses Buch dich von der Sünde fernhalten oder die Sünde wird dich von diesem Buch fernhalten. Das wies dich aus. Ja? Wer nicht mag die Bibel lesen, vielleicht hat er da ein Problem in diesem Bereich. Ne? Und wenn wir die Bibel lesen, dann wird sie uns auch ändern. Das erste Thema ist über die ganze Bibel. Es gibt ein paar Themen, die über die ganze Bibel handeln und die kann ich nicht einfach überspringen. Erster Punkt, Herangehensweise. Ja, es gibt die Humanisten, die lesen die Bibel, als würden sie jetzt ein Buch von irgendeinem Philosophen lesen oder ein Geschichtsbuch oder so, für den Kopfwissen. Aber das ist falsch. Wissen wir alle, muss ich gar nicht sagen, aber einfach das betonen. Es geht um einen Dialog. Das heißt, lernen und tun. Was wir auch vorher gelesen haben, hier Josua 1,8, darin forschen, aber das Ziel ist nicht nur forschen, nicht nur lernen, sondern es auch zu befolgen. Das heißt, tun. Lernen, tun. Lernen, tun. Ja? So wie jetzt, wenn wir jetzt eine Ausbildung machen, dann lernen wir die Theorie und dann versuchen wir das zu praktizieren und wenn wir zurück zur Schulung kommen, dann haben wir Fragen, ja, wir haben versucht das zu machen, hat nicht geklappt und so, wie mache ich das nächstes Mal? Dann fragt man den Lehrer oder so, das sei denn so auch mit der Bibel. Man liest die Bibel und versucht sie umzusetzen, aber dann klappt es vielleicht nicht und dann fragt man sich, warum hat das nicht geklappt und betet Gott, zeig mir, was kann ich nächstes Mal besser tun etc. Darum sage ich, das ist ein Dialog zwischen Theorie und Praxis. Ne? Eins ergänzt das andere. Durch die Theorie lernen wir besser handeln und durch das Handeln hinterfragen wir und kommen zurück zur Theorie und so. Das ist ein Kreis. Die Bibel offenbart nicht alles in der Welt, müssen wir auch wissen. Das ist nicht das Ziel der Bibel, uns alles Mögliche zu erklären. Die Bibel sagt uns alles, was wir brauchen, um Jesus nachzufolgen. Das ist der Punkt. Die Bibel lässt keine Lücken in diesem Bereich. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir alles, was wir brauchen in der Bibel. Halleluja. Halleluja. Wer ist das nächste? Andreas. 5. Mose 29, 29. Ich kann nicht, ich habe irgendwie eine andere Version. Hier steht was ganz anderes. Nee, dann hast du vielleicht die Nummer 2. Nummer 2, was wir in Markus studieren. Das hast du, okay? Ja. Weil in Markus, wir sind ein Quartal vor, verstehst du? Nimm ein anderes. Habt ihr noch? Ich mach das. Nein, hier. Ich habe hier noch. Das war Andreas. Ganz neu. Nee, ich habe hier noch ganz neue hier. Der kann erst mal rauslesen und dann kann ich. Okay. Zweite Spielpunkt? Der erste oben. Hier, 5. Mose 29, 29, Seite 8. Okay. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt. Damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. 5. Mose, Kapitel 29, Vers 29. Danke. Es gibt verborgene Sachen und es gibt offenbarte Sachen. Was offenbart ist, da können wir angreifen. Mit aller Kraft, was uns Gott zeigen will, will ich auch wissen. Ne? Was Gott nicht zeigen will, okay. Dann sage ich, Gott will es nicht zeigen, das muss ich respektieren.
Autor der Bibel. Wer ist der Autor der Bibel? Eine ganz wichtige Frage. Jedes Buch hat immer einen Autor. Ja? Und die Bibel besteht nicht, ganz wichtig, die Bibel besteht nicht aus Meinungen von Menschen über Gott. Ne, so denken viele. Die denken, ja, die Bibel haben viele Propheten, Apostel geschrieben, was sie denken über Gott. Nein, das ist völlig falsch. Ne, weil die ganzen Bücher, die in der Welt sind, sind immer Meinungen von Menschen über irgendwas. Aber die Bibel besteht nicht aus Meinungen von Menschen über Gott und Religion, sondern die Bibel besteht aus was? Gott hat durch Menschen geredet. Ja? Amen. Das müssen wir einfach verstehen. Gott hat durch Menschen geredet. Und darum ist Gott der Autor der Bibel. In bestimmten Fällen geht es so weit, dass Gott die Menschen direkt anspricht. Der nächste ist Dragan. Ne? 2. Petrus 1, 20 und folgendes. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagungen der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals würde eine Weisung durch menschliche Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben. Die heiligen Menschen Gottes geredet. 2. Petrus 1,20. Und folgendes. Halleluja. Ne? Total wichtig, das sagt Petrus, dass das, was in der Schrift steht, wurde nicht von Menschen gegeben, sondern heilige Menschen haben das gesagt, was Gott ihnen gesagt hat, quasi wie Sekretärin Gottes. Ihr wisst schon, Sekretärin, die bekommt die Briefe, der Chef, der sagt, Sekretärin, schreibt mir jetzt einen Brief an die Person so und so und schreibt dies und jenes rein. Und die Sekretärin, die macht dann ein, ne? Von zwei Sätzen macht sie ein Blatt A4. Lieber Herr, so und so und dann die ganzen, ne? Der Kern, aber der Kern ist das, was der Chef gesagt hat. Und so, Gott hat den Propheten gezeigt, was sie sagen sollen, uns sagen sollen. Und die Propheten haben es auf ihren Worten geschrieben, natürlich auf menschliche Sprache, aber Gott hat ihnen das befiehlt. Nächster Punkt, sie ist ein Wunder. Ne? Die Bibel ist ein Buch aus Büchern, das wissen wir alle, 66 Bücher hat die Bibel und die wurde im Laufe von ca. 1500 Jahren geschrieben, ne? Von ca. 1400 vor Christus bis 100 nach Christus, von ca. 40 Autoren. Es gibt Teile der Bibel, die man gar nicht weiß, wer das geschrieben hat, oder nicht ganz genau weiß, wer das geschrieben hat, man vermutet es nur. Dann muss man sagen, circa 40 Autoren. Es gibt auch Teile der Bibel, die man nicht ganz genau weiß, wann sie geschrieben wurden. Darum sagen auch circa. Circa 1400 vor Christus bis 100 nach Christus. Jetzt stellt ihr euch mal vor, ne? Ihr nehmt jetzt verschiedene Leute und sagt, schreib ein Buch. Und der andere, schreib du ein Buch. Und den anderen, schreib du ein Buch. Und nachher diese Buche zusammenstellen in ein Buch und sagen, das ist alles eine Sache. Ne? Eine Bibliothek würde nicht funktionieren. Ne? Aber die Bibel, die funktioniert. Die ganzen Bücher der Bibel, die wurden nicht nur von verschiedenen Leuten geschrieben, aber auch verschiedene Arten von Leuten. Ne? Weil man denkt, ja, wer schreibt doch ein Buch? Ein Schriftgelehrter, der schreibt ein Buch. Aber nein, die Bibel wurde am wenigsten von Schriftgelehrten geschrieben, sondern von Königen, Propheten, die manchmal so bettelarm waren, mit wenigen Ausnahmen. Nein, nur wenige Leute waren studiert, wie jetzt Salomo oder Paulus oder so, waren wirklich studiert. Moses war auch studiert. Aber viele andere waren einfache Leute, wie jetzt Petrus, Amos und so weiter, waren Bauern oder Fischer oder so. Ne? Und trotzdem passt das alles zusammen. Das ist ein Wunder. Das Alte Testament wurde auf Hebräisch und ein kleiner Teil auf Aramäisch geschrieben.
Das heißt nur wenige Kapitel des Alten Testaments auf Aramäisch, ansonsten alles auf Hebräisch in verschiedenen Ländern. In keiner anderen Sammlung haben sich so viele verschiedene Bücher, historische, biografische, ethische, prophetische und poetische Schriften in einer Einheit gesammelt. Die Bibel besteht nicht nur aus historischen Büchern, die erzählen, was geschehen ist. Die hat auch prophetische Bücher, die erzählen über die Zukunft, poetische Schriften, wie jetzt die Sprüche oder Psalmen. Ne? Sind verschiedene Arten von Sachen, die passen immer zusammen. Immer zusammen. Ne? Ne? Und darum sagen wir, die Bibel ist schon ein Wunder an sich. Die Bibel an sich ist schon ein Wunder. Ne? Und obwohl das so verschiedene Leute verschiedene Bücher geschrieben hat, sieht man, die Bibel unterliegt einem Plan. Das werden wir ganz klar merken, wie die Bibel so abläuft, wie die ganzen Sachen in der Bibel stehen. Die Bibel unterliegt einem Plan, was nur sich erklären lässt, dass ein göttlicher Autor diesen Plan, dieses Werk geleitet hat. Halleluja. Die Bibel ist ein einziges Buch. Die ist eine Bibliothek, aber ist eigentlich auch ein Buch, weil sie eine Lehre hat. Alles, was sie lehrt, ist immer zusammen. Hat immer einen roten Faden. Ne? Einen moralischen Maßstab. Die Bibel lehrt immer das Gleiche von 1. Mose bis Offenbarung, was Sünde ist, was nicht Sünde ist, wie man Gott dient, ist immer das Gleiche. Ein Rettungsplan. Wie kann der Mensch sich Gott nähern? Von 1. Mose sieht man schon, ne, Abel hat Opfer gebracht. Das heißt, die wussten schon von vornherein, um sich Gott nähern, muss man Opfer bringen. Und in Jesus wird das dann perfektioniert. Das heißt, er war das große Opfer. Das heißt, die ganze Bibel hat nur eine Methode, um sich zu Gott nähern. Ein Rettungsplan. Jedes Buch ergänzt das andere und führt es fort. Obwohl sie so alt ist, ist sie immer aktuell in mehr als 2000 Jahren. Man muss sich denken, ja, die Bibel wurde geschlossen vor 1900 Jahren. Das Neue Testament wurde kanonisiert im circa Jahrhundert nach Christus. Das heißt geschlossen. Und was passiert dann? Diesen 1900 Jahren, wenn die Bibel nicht göttlich wäre, was sollte dann passieren? Dann würden andere Leute kommen und sagen, aber ich habe noch eine bessere Idee. Ich habe noch ein besseres Buch geschrieben. Und dann müssten die Leute gehen und sagen, ah, okay, alles klar, ne? Lass uns dann noch ergänzen, lass uns dann noch dazu tun. Versteht ihr? Ne? Ne? Aber das ist nicht passiert. Es gibt keine anderen Sachen, die geschrieben wurden nach dem Neuen Testament, wo man sagen konnte, ja, das ist noch besser als das Neue Testament, noch besser als die Bibel. Nein, alles andere ist dümmer, alles andere ist schlechter, alles andere ist menschlicher, alles andere führt uns nicht zu Gott, alles andere ist weltlich. Und das beweist wieder, die Bibel ist ein Wunder. Die Bibel wurde von Gott geschrieben, geplant und exekutiert. Von Gott. Halleluja. Amen. Amen. Viele Kaiser und Kirchen haben im Laufe der Jahrhunderte versucht, die Lektüre der Bibel zu unterbinden oder sie zu vernichten. Sie wurde verleugnet, verboten, verbrannt. Trotzdem überstand sie mehr als 3000 Jahre Geschichte und ist das meistverkaufte und meistgelesene und meistübersetzte Buch in mehr als 2000 Sprachen und Dialekten. Halleluja. Halleluja. Das ist nur ein Wunder, dass es so passiert. Ne? Weil viele haben versucht, die Bibel zu verbieten. Viele haben gesagt, ne, nur in Bibliotheken die Bibel. Menschen, normale Menschen dürfen keine Bibel. Ne? Die Kirche zum Beispiel, die haben das verboten. Ne? Und die haben die Leute verformt und getötet, die die Bibel heimlich gelesen haben. Verbreitet und so. Aber nein, die Bibel ist das meiste. Der kauft die übersetzte Buch der Welt. Und es fehlen noch einige tausend verschiedene Sprachen, die keine Bibelübersetzung haben. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt noch viele kleine Dörfer in
Afrika und Asien und so, Brasilien, die noch keine Bibel in ihrer Sprache haben. Und einige meiner Kollegen in der Missionsschule, die arbeiten heute daran, Bibel zu übersetzen. Seit zwei Jahren gibt es auch in Kurdisch die Bibel. Halleluja. Seht ihr, Bibelübersetzung ist auch eine wichtige Aufgabe. Amen. Jetzt fünf Sachen, die nur die Bibel lehrt. Fünf Sachen. Eins, wer ist Gott, der Vater? Zwei, wer ist Jesus Christus? Drei, wer ist der Heilige Geist? Und jetzt Punkt Nummer vier, sehr interessant. Wer ist der Mensch? Ja? Wer ist wirklich der Mensch? Wie krumm und boshaft die Menschen sind. Ja? Und Nummer fünf, Satan. Satan und sein Reich. Das sind fünf Sachen, die nur die Bibel lehrt. Alle anderen Bücher, die machen Theorien, aber nicht die Wahrheit. Wir erzählen ein bisschen darüber. Viele philosophische Bücher wurden geschrieben. Wer ist der Mensch? Ne? Ich erinnere mich an einen kleinen Witz, der wahrscheinlich wirklich geschehen ist, könnte geschehen ist, von einem Philosophen, der lief auf der Straße mit dem Kopf nach unten, ja, denkend, ne? Und kam eine Frau mit einem Korb mit Äpfeln auf dem Kopf. Und sie haben sich gestoßen und die Äpfel sind auf den Boden gefallen. Und die Frau war sehr zornig und wütend und hat gesagt, wer meinen Sie, dass Sie sind? Und dann hat sie gesagt, ich trinke schon 30 Jahre darüber nach, aber bin zu keinem Schluss gekommen. So sind die Philosophen, die denken und kommen zu keinem Schluss, wer sind sie, wer ist der Mensch? Und die Bibel sagt uns, wer der Mensch ist. Die Bibel sagt uns das. Wir wissen es. Wir brauchen jetzt keine Philosophie-Hochschule besuchen. Ne? Halleluja. Vertrauenswürdige Quellen. Das ist auch wichtig. Ihr merkt, es ist ganz zusammengefasst, ne? Hier in Dreiviertelstunde über dieses Thema zu sprechen, ist eine wirkliche Herausforderung. Vertrauenswürdige Quelle. Wir können die Bibel vertrauen. Warum können wir die Bibel vertrauen? Das ist eine wichtige Frage. Es gibt andere, die sagen, ja, der andere Buch, der Bhagavad Gita oder so, wie heißt die, ist auch ein wichtiges Buch. Viel älter als die Bibel sogar. Das heißt, warum können wir die Bibel vertrauen? Nicht, weil es das älteste Buch der Welt ist. Es gibt andere, die älteren sind als die Bibel. Nicht darum. Es gibt Leute, die sagen, ja, es gibt andere Bücher, Philosophen und so weiter. Warum sollen wir die Bibel vertrauen? Es gibt Gründe. Hier stehen sie. Zuerst, weil Jesus das Alte Testament geschätzt hat. Auch weil die Bibel es sagt. Viele Autoren in der Bibel bestätigen die anderen Autoren sich gegenseitig. Der eine nennt den anderen. Das ist schon einen internen Beweis sozusagen, aber wir müssen uns dann ein bisschen Gedanken machen über den externen Beweis. Und welche sind diese externen Beweise? Die Prophezeiungen. Wo habe ich das geschrieben? Irgendwo habe ich das geschrieben. Ja. Matthäus 5,17. Externe Beweise für die Bibel. Das heißt, warum haben die früheren Leute die Autoren anerkannt? Zuerst die ganz ersten Schriften waren die Schriften Moses. Ich habe das hier geschrieben. Die Schriften Moses, die wurden, wenn ich vom Alten Testament spreche, okay. Ganz zusammengefasst. Viele haben geschrieben, aber das, was sie geschrieben haben, ist einfach nicht passiert. Und da haben die Leute nach 20, 30 Jahren gesagt, der hat ein Buch geschrieben, alles, was er da reingeschrieben hat, hat nicht gestimmt, ist nicht in Erfüllung gegangen. Das ist Müll. Aber einige haben geschrieben und dann ist es in Erfüllung gegangen. Und da haben die Leute gemerkt, oh, das ist wahr. Und dann haben die gesagt, okay, das ist dann wirklich ein Buch von Gott. Das heißt, die Leute haben das auch geprüft. Die Leute waren auch nicht dumm vor 3000 Jahren. Die haben geschaut, ist das jetzt wahr? Stimmt das, was da drin steht? Und natürlich haben sie auch gebetet und so weiter. Und dann haben sie die ersten Bücher immer genommen. Und immer mehrere Bücher kamen dazu. Und die Leute haben immer geschaut, ob stimmt das?
gehen diese Prophezeiungen in Erfüllung und so weiter. Und so auch im Neuen Testament war nicht anders als die anderen. Und wenn wir sagen, warum vertraue ich, dass Jesus wiederkommt? Das ist eine Grundlehre vom Raum. Wenn ich diese Lehre nicht hätte, bräuchte ich gar nicht glauben. Warum glaube ich an Jesus? Weil er wiederkommen wird. Wenn ich sage, glauben an Jesus nur in dieser Erde und dann stirbt man und dann ist alles weg. Nee, dann warum soll ich dann an Jesus glauben? Wenn es so ist, nein. Ich glaube an Jesus nur, weil er wiederkommen wird. Nur deswegen. Aber warum weiß ich, dass er wiederkommen wird? Weil die Prophezeiungen, die gegeben wurden früher, Hälfte davon ist in Erfüllung gegangen und die Hälfte noch nicht, weil es betrifft die Zukunft. Und wenn ich weiß, ja, die Hälfte, die die Vergangenheit betrifft, ist in Erfüllung gegangen, das ist ein Beweis, dass die andere Hälfte nicht in Erfüllung gegangen ist, weil in der Zukunft liegt, auch in Erfüllung gehen wird. Das eine beweist das andere. Das ist wirklich Beweise, wirklich wissenschaftliche Beweise. Das heißt, wir können beweisen, dass die Prophezeiungen über Jesus Christus in Erfüllung gegangen sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel das 1. Mose 3,15 nehmen, das ist ganz klar. Ne? Und so weiter. Gehe ich nicht jetzt ein. Jetzt die nächste ganz wichtige Frage. Wie liest man die Bibel? Ganz großes Problem. Viele lesen die Bibel. Ne? Und hier, wie soll man die Bibel interpretieren? Habe ich absichtlich hier einen Unsinn geschrieben. Ne? Weil ich dann auch die Antwort schreiben werde. Braucht man dafür besondere Bücher? So, oder soll man alles wörtlich nehmen? Total wichtige Frage. Werde ich antworten. Die Bibel ist die Offenbarung Gottes an die Menschen. Es wäre widersprüchlich, wenn Gott sich offenbaren möchte, aber unverständliche und mysteriöse Worte benutzen würde. Versteht ihr, ne? Gott will sich uns zeigen durch die Bibel, in der Bibel. Er will kein Versteck spielen, versteht ihr? Ne? Er schreibt nicht Sachen, die nur die Leute, die jetzt Codeknacker sind oder so. Ne? Nein, er will sich zeigen und darum will er auch verstanden werden. Ich sage mal so, ich vergleiche die Bibel wie einen Brief. Ja, und wenn wir jetzt einen Brief schreiben zu unserer Freundin oder so, dann schreiben wir auch nicht immer nur so in einen wörtlichen Sinn wie die Zeitung. Ja, die Zeitung, die schreibt meistens im wörtlichen Sinn. Ja. Das und jenes ist gestern passiert oder auch, ne, wörtlichen Sinn. Aber es gibt viele Autoren, die auch in einen übertragenen Sinn schreiben. Und wenn jetzt ein Brief schreiben an unsere Freundin, und dann schreiben wir auch viele Sachen übertragen, viele Sachen in Bildern, ne, verschönern, dass es dann romantischer wirkt oder so. Und so auch die Bibel benutzt sehr viele Bilder und sehr viel eine bildliche Sprache. Ne? Und wie können wir dann wissen, dass es eine bildliche Sprache ist? Ja? Einfach eine Gabe Gottes benutzen, die alle Menschen bekommen haben. Und wie heißt diese Gabe? Der gesunden Menschenverstand. Ne? Sogar die Ungläubigen haben, die meisten, alle haben es bekommen, nicht alle benutzen sie. Ne? Wenn wir den gesunden Menschenverstand benutzen, zum Beispiel, wenn es in der Bibel steht, ne? Jesus hat gesagt, ich bin die Tür der Schafe. Ne? Da müssen wir nicht sehr viel von unserem gesunden Menschenverstand einzusetzen, um zu spüren, dass da im übertragenen Sinn, im bildlichen Sinn gesprochen wird. Versteht ihr? Ne? Merken wir schon, oh, das kann nicht wörtlich gemeint sein. Ne? Ist hier nur ein Beispiel, ne? Und was in der ganzen Bibel ist. Ja? Warum verstehen viele Leute die Bibel nicht? Weil viele sagen, wenn wir sagen, du sollst die Bibel lesen, dann sagen viele, okay, ich lese die Bibel, aber ich weiß schon, dass ich sie nicht verstehen werde. Das ist ein Vorurteil. Ja. Und wenn die Menschen so ein Vorurteil haben, dann ist es logisch, dass die dann auch nichts verstehen, weil ich schon denke, ich werde nichts verstehen. Wie sollen wir die dann lesen? Wir können zum Autor gehen und sagen, Gott, du hast dieses Buch geschrieben, ich will es jetzt verstehen, bitte erklär es mir. Und der Heilige Geist erklärt es uns.
Ja, die Bibel wurde nicht geschrieben, um profane Neugier zu befriedigen, sondern im Glauben zu unterweisen. Das müssen wir auch verstehen. Ne? Es gibt viele Leute, die nur jetzt neugierig sind oder so. Ne? Wenn jetzt, als jetzt der Jahr 2000 zum Beispiel angebrochen ist, dann haben viele gedacht, ja 2000, das ist so, ne? Die Welt geht unter oder so, lassen Sie in der Bibel mal nachschauen, was die Bibel so sagt, ne? Ob die Welt jetzt untergeht. Das heißt, viele Ungläubige haben dann die Bibel gelesen aus Neugier und so, wie man jetzt Nostradamus liest oder so, versteht, wie ein Magier oder ein Ketzer, nein, wie heißt es, eine Hexe oder so, ne? Nein, die Bibel will uns helfen, zum Glauben zu finden. Ne? Eine ganz klare Antwort. Die Bibel meint es so, wie sie es sagt. Ganz einfach. Die Bibel meint es so, wie sie es sagt. Ne? Aber dann kommt natürlich ein Komma. Manchmal benutzt sie eine symbolische Sprache, wie zum Beispiel Offenbarung 17,1. Eine Frau sitzend auf vielen Wassern. Ne? Da sieht man gleich, das ist bildlich gemeint. Und dann findet man auch im Vers 15 und Vers 18 die Erklärung. Und so ist in der ganzen Bibel. Nur die Bibel darf die Bibel auslegen. Das müssen wir festhalten. Nur die Bibel darf die Bibel auslegen. Warum? Ne? Weil wenn wir sagen, okay, dann muss ich hier jemanden suchen, der wird mir dann die Mysterien der Bibel erklären. Ne? Das heißt, seine Interpretation geben. Was wird dann passieren? Dass die Bibel hier in Deutschland eine Bedeutung hat, in Japan eine andere, in Russland eine andere, in Nordamerika eine andere. Weil jeder will sie interpretieren, wie es, ne, für ihn passt oder so. Nein, darum darf nur die Bibel sich selbst auslegen. Und sie hat immer eine Auslegung. Halleluja. Ne, wenn irgendetwas was symbolisch ist, bildlich und so, wir denken, was bedeutet das? Suchen wir eine andere Stelle der Bibel und dann werden wir die Erklärung finden. Der letzte Satz hier auf Seite 10 ist auch total wichtig. Symbole zeigen auch reale Wahrheiten. Das ist auch total wichtig, dass wir das merken. Das Ziel, warum Symbole benutzt werden, ist nicht jetzt zu fantasieren. Nein, die Bibel will immer uns auch reale Wahrheiten, auch wenn es geistliche Wahrheiten sind, über unser geistiges Leben. Aber unser geistiges Leben ist ein reales Leben. Und da will uns die Bibel tatsächlich führen. Die Bibel ist nicht geschrieben, dass wir fantasieren, dass wir wie ein Roman. Ne? Warum liest man einen Roman? Ja, weil man sich dann in eine mentale Reise macht durch diesen Geschehnissen, die da geschrieben stehen, die alle erfunden wurden. Ne? Das ist ein Roman. Aber das ist nicht das Ziel der Bibel, dass wir eine mentale Reise machen durch erfundene Geschichten. Nein, nein, nein. Die Bibel benutzt Symbole, um reale Wahrheiten zu erklären. Ja? Die Bibel benutzt Symbole, zum Beispiel Gold symbolisiert Gottheit, Silber symbolisiert Erlösung und so weiter. Aber diese Bedeutungen wurden nicht aus der Luft gegriffen, sondern sie wiederholen sich in der ganzen Bibel. Ne? Versteht ihr? Ich kann nicht sagen, dass in diesem Vers hier Gold dies bedeutet, im anderen Vers Gold bedeutet eine andere Sache und im anderen Vers bedeutet Gold noch eine dritte Sache. Ne? Weil ich es so denke, ich meine, dass es so bedeutet. Nein, wir müssen die verschiedenen Verse lesen, die das Wort Gold benutzen und dann werden wir eine Linie finden, was in allen diesen Texten ist das Gleiche bedeutet. Es wird auch auf Läuterung hingewiesen. Oder so. Wenn man Silber und Gold läutert, was passiert? Warum das auf Gott bezogen ist? Was passiert in diesem Prozess? Ja, ne? Dann werden wir finden in der Bibel selbst die Erklärungen. Nicht ausschweifen, nicht sich irgendwas ausdenken, nein, in der Bibel suchen, was das bedeutet. Um diese Arbeit zu erleichtern, hat Jesus die Berufung des Lehrers eingesetzt. Epheser 4,11, kennt ihr schon, von vorne nach hinten, ne? Von hinten nach vorne, weil ich das jede Woche zitiere. Ne? Berufung des Lehrers, trotzdem ist jeder für sich selbst verantwortlich. Ne? Viele sagen, ja, der Bruder Rolf, der klärt mir alles fertig, ne? Ich lege mich hin, ne? Und fertig. Nein, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich kann auch Fehler machen.
kann auch Fehler machen. Wer ist als nächstes? Lejeune, 1. Johannes 4, 1. Bitte. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. 1. Johannes 4, 1. Okay. Prüft die Geister, prüft die Lehrer, prüft die Leute, die uns etwas erklären wollen. Wir sollen das prüfen. Stimmt das mit der Bibel? Immer die Bibel aufschlagen, ne? Und lesen. Die meisten Schwierigkeiten beim Bibellesen lösen sich wann? Welche ist quasi der Tipp der für alles? Ne? So eine Lösung für alle Probleme ist im Zusammenhang lesen. Sein Bezug zu dem Geflecht der vorherigen und folgenden Vers bzw. Kapitel zu halten. Im Zusammenhang lesen. Immer denken, wenn ich es nicht verstanden habe, dann lese ich mal die Bibel, die Verse, die ne, vorher kommen und die dann nachher kommen, das ganze Kapitel so, ne, oder manchmal den ganzen Buch. Und dann versteht man, ne, weil wenn ihr jetzt ein Buch schon mal geschrieben habt oder jetzt irgendwas geschrieben habt, wenn man in der Schule lernt, wie schreibt man einen Text? Dann hat man eine Kernidee und dann macht man eine Einleitung, einen Körper und einen Schluss. Ne? Man fängt an, man argumentiert und am Ende schließt man den Gedanken. Und so machen die meisten Leute es. Und auch die Bibel, ne? Er hat auch dieses System, der Apostel, der hat eine Idee, der will diese Idee auslegen, dann fängt er an und argumentiert und am Ende, ne? Und so, die meisten Texte, die machen das. Sehr wenige Texte, wo man direkt auf einen Vers schauen kann und sagen, das steht da und alles andere ist unwichtig. Ne? Nein, die meisten sind immer so in einem Geflecht. Ne? In einem Geflecht. Einen konkreten Vorschlag. Wenn man etwas nicht versteht, ein Fragezeichen daneben zeichnen und beten, Herr, das habe ich nicht verstanden, bitte erkläre es mir irgendwann. Die Erfahrung erweist, dass der Herr diese Fragen beantwortet. Ja, das habe ich immer gemacht früher, habe ich nicht verstanden, Stift nehmen, ein Fragezeichen daneben machen. Und später, wenn ich die Bibel wieder blättere, dann gucke ich, oh, da ist ein Fragezeichen, das hatte ich nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich es. Irgendwann kommt so ein Blitz im Kopf sozusagen und dann habe ich das verstanden. Ja, so ist es. Ja. Halleluja. Kein Buch auf der Welt darf die Bibel interpretieren. Ja, erinnert ihr euch, dass ich noch vorher gesagt habe, dieser erste Satz hier, wie soll man die Bibel interpretieren, ironisch gemeint ist. Weil hier steht es, kein Buch der Welt darf die Bibel interpretieren. Warum? Ja, weil man sie überhaupt nicht interpretieren darf. Ja, was die Bibel nicht selbsterklärend wäre, könnte jeder seine eigene Interpretation bilden. Ne? Das ist nicht so. Die Bibel hat eine Botschaft und diese Botschaft ist ziemlich klar. Und man kann nicht sagen, ich meine, es bedeutet X und der andere sagt, ich meine, es bedeutet was anderes. Nein, wir müssen nur die Bibel aufmerksam lesen, dann werden wir schon merken, was die Bibel sagt. Nur wenn die Menschen das nicht tun wollen. Ne? Die Menschen wollen die Bibel nicht gehorchen, die wollen Gott nicht gehorchen und dann interpretieren sie. Interpretieren sie und das ist ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Ja, wie zum Beispiel jetzt die Anwälte. Anwälte sind ein ganz wichtiger Beruf und es passiert dann, dass jemand was Schlimmes getan hat. Er geht zum Anwalt und dann geht vor Gericht und der Anwalt, der sagt, aber es gibt in das Gesetz so und so Paragraph Nummer 2463, der besagt dies und jenes und so weiter und dann ist der Richter quasi in einer Klemmsituation. Ne? Was muss er dann tun? Er sagt, okay, weil es dieses Gesetz gibt, dann muss ich diesen Kriminellen loslassen. Ne? Er ist gezwungen, das zu machen, weil der Anwalt dieses Gesetz kannte. Viele andere würden dieses Gesetz nie kannten, aber weil er so gut ist und so viel Geld von diesen bekommt, weil er so gut ist, dann kann er hingehen und sagen, so, jetzt den Kriminellen loslassen. Und so viel denken viele über die Bibel. Die denken,
Ich will Ehe brechen, aber in der Bibel steht, du sollst nicht Ehe brechen. Dann konsultiere ich einen Theologen und der dreht und wendet die Bibel so, dass er sagt, nein, das ist gar nicht so schlimm und so, wenn du einmal oder zweimal das machst oder so, dann gehst du nicht in die Hölle oder so. Ne? Und ne, ich sage, ich verstehe, was ich meine. Und dann sagen wir, ja, okay, weil der das gesagt hat, der große Doktor der Theologie hat dies und jenes gesagt, ne, dann darf man das tun. Die denken, dass Gott so wie dieser Richter ist, ne, wenn, und der Theologe der Anwalt. Wenn der Theologe das gesagt hat, dann muss Gott sich beugen, versteht ihr, und das machen. Viele denken so. Weiche Satan, viele denken so, versteht ihr? Die denken, wenn der Doktor der Theologie das gesagt hat, ne? Für Gott interessiert nicht, was der Doktor der Theologie gesagt hat. Für Gott interessiert, was er selber gesagt hat. Ne? Da müssen wir viel aufpassen damit, sehr viel aufpassen damit. Viele machen diese Fehler. Viele machen. Ich habe sogar vor ein paar Monaten ein Video bekommen, per WhatsApp oder so, ein Video empfohlen, wo ein Doktor der Theologie bewiesen hat, anhand der Bibel, dass Homosexualität keine Sünde ist. Ne? Weiche Satan. Weiche Satan, ne? Versteht ihr? Ihr müsst diesen Film mal schauen, um zu verhindern, dass ich das wirklich so... Ne? Er hat bewiesen, er hat Bibeltexte genommen und dann gedreht und gewendet und gesagt, ja, früher war das alles anders und so weiter, früher... Ne? Das benutzt das Argument, was sie so immer benutzen. Ne? Früher war alles anders und so und dann, ne? Und dann drehen und wenden sie das, um zu sagen... Heute ist es erlaubt, früher nicht, aber heute. Ne? Ist nur ein Beispiel, aber das passiert sehr häufig in vielen anderen Sektoren, ne? In vielen anderen Sektoren des Lebens. Da müssen wir viel aufpassen. Was ist jetzt Interpretation? Ne? Wo sagen die Menschen ihre Meinung über die Bibel und wo legen die Leute die Bibel aus? Da ist ein Unterschied. Ne? Ich als Lehrer der Schrift versuche euch einfach zu erklären, was die Bibel sagt, auszulegen und nicht interpretieren, nicht meine Meinung da reinzulegen. Okay. Es gibt Leute, die lesen die Bibel und wenn sie die Bibel lesen, dann denken sie oder sagen sie, ich sehe es aber anders. Ja, die Bibel sagt dies und das, aber ich sehe es aber anders. Was müssen wir da sagen? Gott fragt uns nicht, wie wir es meinen. Die Bibel benachrichtigt und verkündet, aber sie fragt nicht. Die Bibel sagt nicht, komm, lass uns hier uns unterhalten mit Gott, um zu sagen, wie du es meinst, wie Gott es meint, und dann einen Mittelpunkt zu finden. Versteht ihr? Nein, die Bibel sagt das nicht. Die Bibel kommt und benachrichtigt, die predigt, die sagt, ne, so ist es und fertig, wenn du es annimmst oder nicht. Ist dein Problem. Du kannst es glauben und du kannst es ablehnen. Und wenn du es ablehnst, dann nennst du Gott einen Lügner. Ne? Und wenn du es glaubst, dann gehst du mit Gott und was dazwischen gibt es nicht. Herr Bruder Rolfgang, ja. Widerlegt ihr auch zum Beispiel in der Offenbarung. Ne? Also wenn ich jetzt bis jetzt gelesen habe, Offenbarung, dann ist es so schwer zu verstehen, manche Sachen, die ich bis heute jetzt noch nicht verstanden habe. Ist es irgendwo in der Bibel irgendwo möglich, also deutlich darüber zu sprechen, dass man weiß genau, was gemeint ist? Ne? Ja, das werden wir deutlich. Ich sage nicht nur, aber nicht ja. Deutlich. Ne? Auf Portugiesisch habe ich eine Reihe, ja. Wo eine Bibellehrerin das alles erklärt, die ganze Offenbarung durchkaut. Aber wir werden in einem Jahr, ein Quartal nur über die Endzeit, das heißt die Wiederkunft Jesu sprechen. Und da wird auch vieles über Offenbarung gesprochen. Okay. Ja, Amen, sicher. Ja. Und in drei oder in vier oder fünf, ja. Amen. Ist auch viel geistlich, ja. Ja. Der letzte Satz dieser Lektion, dann gehen wir zur nächsten Lektion hin. Jeder kann selber lesen und verstehen, was die Bibel sagt. Ja? Natürlich brauchen wir dafür Geduld, müssen wir es ernsthaft und aufrichtig lesen.
Die hat keinen Code, der geknackt werden muss. Auch große Gelehrte wie Moses, Salomo oder Paulus wollten verstanden werden. Die waren sehr gelehrt und so weiter, aber die wollten auch, dass die Leute sie verstehen. Und wenn wir die Bibel lesen, haben wir ein Buch vor uns, das verstanden werden will. Und haben nicht in Geheimnisse geredet. Da gibt es ein paar Ausnahmen, hier Jesaja 6, Vers 9 und Lukas 8, Vers 10. Diese kleinen Ausnahmen. Es gibt auch Gründe, warum Jesaja das gesagt hat und Jesus das gesagt hat. Moses hat es ganz klar ausgedrückt. Wer als nächstes? Stefan, 5. Mose 30, 11, ganz laut. Das Gesetz, das ich euch heute gebe, ist nicht zu schwer für euch und auch nicht unerreichbar fern. Das ist schön. Halleluja. Habe ich gesagt, Moses war ein ganz großer Gelehrter. Trotzdem hat er es nicht geschrieben, dass niemand es verstehen soll. Er hat gesagt, jeder kann es verstehen. Amen.